Ja, hallo liebe Freunde, ich spiele Seven Days to Die und Desmond Starvation. Willkommen am Tag 4. Ich bin ja jetzt in der Mine fertig, ich habe ein wenig gefunden. Ein bisschen Salz, jede Menge Eisen und fast 1000 Zink. Ich finde das toll. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Ach da. Habe ich einen schrägen Blick oder was? Ich nehme mal ein bisschen Bier in die Leiste rein, damit, wie soll ich sagen, damit die Ausdauer mich nicht verlässt, wenn ich irgendwo gegen Zombies kämpfe. Und was wir heute machen müssen, ist unbedingt eine Wrench finden. Ich muss in, was ist das? Construction Tools noch 5 Punkte machen. Das kennen wir ja. Mit einer Wrench ist das ziemlich schnell gemacht. Weil die Jogi erst ab 20 Bass einmisst. Mein Gott, ey, ist das ein Kack hier? Heute auf YouTube, auf Facebook war das, habe ich heute die Veröffentlichung gesehen, was die Funpimps sich so für Alpha 17 vorgenommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt. Das Spiel wird so dermaßen schwierig. Ja, mal sehen, ob wir damit klarkommen können.
Da womit Maul zuletzt reingegangen ist in das Haus, da lagen 140 Zombies etwa drin. So geschätzt, niedrig geschätzt. Da soll jedes Haus seine eigene Identität, nicht aber seine eigene Geschichte haben. Und die wollen sie da irgendwie zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber sah schon mal ganz gut aus, finde ich. Die hatten ja jetzt irgendwie so einen Designer angestellt. Und der macht ganze Arbeit. Und eine Batterie haben wir, das ist sehr gut. Dann können wir jetzt anfangen, Electronical Parts zu schreiben. Ich denke, ein, zwei Autos noch, dann müssen wir die Punkte zusammen haben. Wir zusammen, wir können jetzt die Werkbank leveln.
Boah, jetzt dauert das 5 Minuten alleine, bis ich die Werkbank, bis die Werkbank fertig mal ist. Und das andere Zeug kann ich erst machen, also die Handel war es erst in der Werkbank machen. Das ist doch was für ein. Rollen sie wieder rum, die Viecher. In jeder Richtung ist irgendwas, was deinen Arsch anknabbern will. Platz haben wir. Mal gucken. Da sind die Ratten schon wieder zugange. Boah, die miesen Viecher, ey. Hier los. Die Punkte haben wir, da müssen wir in Science ein bisschen reingeben. Und was fehlt denn jetzt schon wieder? Ich breche hier zusammen, ey. Ich krieg so ein Rohr. Short Iron Pipe. Ich krieg hier ein Rohr langsam. Ja, auf, handelbar schreiben. Was mache ich denn jetzt? Mann! Oh, ich breche zusammen hier. Ich geb's auf.
Ja, Tag 4, das ist schön. Das ist schön, dass ich jetzt ein Minibike habe. Das finde ich ganz klasse. Haben wir hier nicht noch so ein schönes Püt-Unterhemd? Am besten in Grau. So, jetzt ist mir schon um einiges wohler. Das ist ja auch mal ein schickes Haus. Da mir jetzt für den Sprit noch eine weitere Branche fehlt, gehen wir mal hier rein, gucken, ob die hier irgendwie was finden. Ich glaube, ich nehme alles Gute zurück, weil ich über den Club hier gesagt habe. Hier wohnten die Woltons. Nacht, John Boy. Gute Nacht, Grandpa. Nacht. Grandma! Das ist doch ein Geheimraum, oder nicht? Wie komme ich hier wieder raus? Wo kriege ich jetzt eine Brennschere noch? Ist sowieso wieder 19 Uhr gleich. So aus, als wenn die Ratten nicht an Blaubeeren, Blaubeeren sind, interessiert werden. Die gehen auf Kartoffeln, auf Mais und auf Weizen. Thank you.
Dann haben wir den Mais auch schon wieder gerettet. Schön. Ach, die sind noch gar nicht gar, die Kartoffeln. Schade. Ich hatte gehofft, das Überfahren geht mit den Starvation-Mod-Tieren, aber anscheinend nicht. Was da läuft. Ach, ein Skorpion. Von denen sind doch einprogrammiert. Da kann man mir erzählen, was man will. Sobald die sehen, dass die irgendwie getroffen werden können, machen sie eine Kurve oder so. Ja, liebe Leute, ich denke, das ist mal wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet... ich bin ganz froh, dass ich heute nicht gestorben bin, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich sage dann mal ciao, ciao und bye-bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 5 wieder. Tschüssi.